Meine Damen und Herren, wir verlangen Ihnen einiges ab, aber damit es ein bisschen was anders wird, ist zumindest die Sitzordnung hier anders, damit Sie was anders anschauen können. Die Personen haben gewechselt und vielleicht auch das Thema, allerdings wird es auch anschließen an die vorherige Diskussion. Die Satzung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie weist Sektionen innerhalb der DGS als die wichtigsten Foren einer kontinuierlichen fachwissenschaftlichen, interdisziplinären und öffentlichen Diskussion von Forschungsansätzen und Forschungsergebnissen aus. Insofern ist dieses Forum ein Forum in einem Forum, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. Diese Veranstaltungsform ist nach unserer Idee, nach der Idee des Vorstands, ein Zeitfenster. Ein Zeitfenster, in dem wir aktuelle, für die Sektion relevante Themen besprechen können. Also es geht nicht nochmal weiter um Forschungsansätze und Forschungsergebnisse, sondern Themen, die für die Belange der Sektion von Relevanz sind. Das könnten auch forschungspolitische Themen sein. Ja? Das könnten auch Fragen einer anstehenden Internationalisierung sein. Die Idee ist also nicht eine Author Meets Critics-Veranstaltung, wie wir sie vom DGS-Kongress kennen. Hubert Knoblauch sitzt hier also nicht, weil er dieses Jahr ein Buch veröffentlicht hat, das die kommunikative Konstruktion von Wirklichkeit heißt. Hubert Knoblauch sitzt hier, weil er Teil einer Initiative ist, einer Bewegung, manche sagen Sekte, einer Bewegung, die mit großer Werfe den Umbau einer Theorie vorantreiben, die an der gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit von Peter Berger und Thomas Luckmann ansetzt, dies zum Ausgang nimmt und aus verschiedenen Gründen der Meinung ist, hier ist eine Weiterentwicklung notwendig und zu diesem Programm dieser Bewegung haben schon eine ganze Reihe von Veranstaltungen stattgefunden, zum Teil welche innerhalb der Sektion, zum Teil auch eigens organisierte, in denen dann so etwas wie ein Memorandum verkündet wurde, in dem ein gemeinsamer Standpunkt formuliert wurde. Und Hubert Knoblauch ist nicht der Einzige, der für diese Bewegung steht, aber er ist, ich muss es ein bisschen zuspitzen, er ist sowas wie ein missionarischer Verfechter dieses Umbaus und er ist vor allem der Auffassung, dass das, was da passiert, nicht die Tat eines Einzelnen ist, sondern dass es ein Projekt der vielen ist und dass dieses Projekt von hohem Belang für die Sektion ist. Und das ist nun eine durchaus eigenwillige Auffassung. Ja, man könnte auch sagen, es ist halt Privatvergnügen. Es ist auch eine Auffassung, die keineswegs von allen in der Sektion geteilt wird. Deshalb haben wir dieses Forum dieses Jahr mit diesem Thema besetzt. Dazu soll es in dieser nächsten knappen Stunde einen Austausch geben. Er wird natürlich nur anfangen, aber wir reißen es zumindest an. Hubert Knoblauch, Professor für Allgemeine Soziologie, insbesondere Theorie moderner Gesellschaften an der Technischen Universität Berlin, wird beginnen mit einem kurzen Statement, Hubert, 5 Minuten, warum der kommunikative Konstruktivismus aus deiner Sicht für die Sektion Wissenssoziologie wichtig ist. Wir freuen uns sehr, dass wir mit André Kieserling einen Diskutanten gefunden haben, bei dem erstmal kein Zweifel daran besteht, dass er eine, ich weiß nicht genau welche Perspektive, aber eine Außenperspektive auf den kommunikativen Konstruktivismus und wahrscheinlich auch auf die Wissenssoziologie einnehmen wird, jedenfalls die der Sektion. Er hat die Professur für Allgemeine Soziologie, Soziologische Theorie an der Universität Bielefeld inne. Und hat sich mit dem wissenschaftlichen Nachlass von Niklas Luhmann ein wahres Langzeitprojekt gesichert, 2015 bis 2030. Wenn man es liest, hat man den Eindruck, es ist ein Druckfehler, es geht gar nicht. Er ist Gast, er hat sich die Mühe gemacht, sich in den kommunikativen Konstruktivismus einzuarbeiten und deswegen hat er auch ein bisschen länger Redezeit, er darf eine knappe Viertelstunde auf Probleme des kommunikativen Konstruktivismus hinweisen und Hubert Knoblauch wird dann die Gelegenheit haben, darauf eine Replik zu geben. Und wenn es dann noch sein muss, dann darf André nochmal dagegen halten. Bevor die dann sich völlig ineinander verkeilt haben, sind Sie an der Reihe. Gerahmt ist diese Veranstaltung, die wahrscheinlich viel zu schnell vorbei sein wird, wirklich damit, dass wir über diese Frage, wie relevant ist denn das Projekt nun für die
Wissenssoziologie, dass wir da wirklich zumindest eine Diskussion anreißen. Das heißt, sie sollten schon bei dem Eröffnungsstatement von Hubert Knoblauch sich ihre Diskussionspunkte notieren oder zumindest überlegen, sodass ich Ihnen dann das Wort erteilen kann. Und unsere Idee ist schon tatsächlich, 20 Minuten für so diese öffentliche Diskussion zu haben. Ich werde versuchen, das zu managen. Ich hoffe, dass es mir einigermaßen gelingt. Deswegen gebe ich jetzt auch gleich das Wort an Hubert Knoblauch. Ja, vielen Dank, Michaela. Ich muss mich sputen, rede ich also schneller. Ich werde nicht hier darüber reden können, was der kommunikative Konstruktivismus ist. Das haben wir auch ein bisschen gehört. Jo hat gerade eben noch etwas darüber erzählt. Und wir haben auch schon sehr deutlich gehört, auch von Rainer und anderen, warum so etwas gebildet wird, weil wir tatsächlich auch neuere Herausforderungen haben, auf die genau diese Entwicklung eingeht. Das wäre eine allgemeintheoretische Frage, aber wenn wir von der kommunikativen Konstruktion reden, dann machen wir das natürlich bewusst in Anlehnung an die gesellschaftliche Konstruktion. Also keineswegs ein Schutz, sondern an die gesellschaftliche Konstruktion, die ja auch so etwas wie das Grundgesetz eines großen Teiles der Sektionen darstellt und jedenfalls die neuere Wissenssoziologie repräsentiert, was wir nicht vergessen sollen. Das heißt, wir greifen systematisch darauf zurück und es versteht sich als eine Weiterführung nicht nur im Geiste der gesellschaftlichen Konstruktion, sondern auch im Sinne ihrer tatsächlichen historischen und methodischen Fortführung. Das heißt, diese Begriffe der kognitiven Konstruktion sind, wie wir schon mehrfach erläutert haben, ja eher beiläufig im Zuge von empirischen Untersuchungen entstanden, die im Rahmen oder in der Verfolgung des Programmes der gesellschaftlichen Konstruktion entwickelt worden sind. Das ist weitgehend empirisch geschehen und hat sich dann mehr oder weniger der Forderung gestellt, das auch theoretisch zu formulieren, weil wir immer mehr gemerkt haben, dass es nicht mehr reicht, auf die alten Texte zu verweisen, Hans-Georg, auch weil die anderen Leute da drin was anderes sehen, sprich Sozialkonstruktivismus und dessen Verhunzung in der öffentlichen Debatte. Deswegen gibt es die Notwendigkeit einer theoretischen Weiterentwicklung, die ich nicht vorstellen kann, aber die ich durchaus als Bewegung sehe. Wenn Sie vorhin von Jo Reichertz die Vorstellung gehört haben, dann ist es so, dass wir uns schon in dieselbe Richtung gehen, aber keineswegs einig sind. Ich würde den Wirkungsbegriff keineswegs als flach ansehen, sondern als eine zentrale Kategorie, mindestens seit Schütz, wenn nicht auch seit Simmel, und meinen, dass wir hier zum Beispiel die Herausforderung nicht nur des Eingehens auf die Dinge, sondern deren tatsächliche Eigenständigkeit eingehen müssen. Ich will dann, habe ich noch eine Minute? Eine Minute, gut. Zum Wissen vielleicht noch ganz kurz. Es ist vielleicht einer der entscheidenden Beiträge der neueren Wissenssoziologie. Berge-Luckmann haben den Titel ja gewählt, wie wir wissen, um Parsons indirekt herauszufordern. Es ist einer der Beiträge der neueren Wissenssoziologie im Unterschied zur alten, Wissen nicht für sich zu untersuchen, auch nicht nur für seine soziale Verteilung, sondern Wissen in seinem Bezug auf Handeln zu untersuchen. Dieser Handlungsbezug ist das, was die Konstruktion ausmacht. Wir wissen nicht nur, sondern dieses Wissen leitet Handeln und trägt deswegen zur Konstruktion von Wirklichkeit bei. Dieser Handlungsbezug scheint mir sehr wesentlich für die gesamte Wissenssoziologie und die Wissenssoziologie sollte nicht vergessen, dass sie nicht einfach nur kognitiv oder auch nur emotionale Modelle hat, sondern dass es sich um Modelle handelt, um was immer handelt, das in der faktischen, empirischen, materialen Gestalt von Wirklichkeit sich ausdrückt, in und durch Handeln. Und das ist etwas, weswegen wir das hier machen und weil die Wissenssoziologie eben das auch grundsätzlich macht und auf keinen Fall als neuere Wissenssoziologie vergessen sollte. Vielen Dank, Hubert. Sie wissen jetzt, warum ich ihn als missionarisch bezeichnet habe. Sie haben sozusagen jetzt nochmal einen sehr deutlichen Vorstoß gehört, warum das für notwendig erachtet wird. Und nun, André, gebe ich das Wort an dich, um von außen mal auf ein paar Punkte, du kannst natürlich längst nicht alles ansprechen, was nun in diesem Programm drin ist, das ist vielleicht auch nicht notwendig, aber wir freuen uns auf dein Wortbeitrag. Okay. Ja, lieber Hubert, du hast vor mehr als 15 Jahren mein damals neues Buch über Interaktion besprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das erschienen ist. Und ich weiß aber noch sehr genau, dass ich mich darüber gefreut habe. Es war eine kritische Besprechung. Das hätte ich auch, als ich den Autornamen las, gar nicht anders erwartet.
Aber was mich überrascht hat, und zwar auf das Angenehmste, war, wie viel Arbeit und hermeneutische Mühe du dir mit diesem systemtheoretischen Text gemacht hast. Ich habe mich also außerordentlich fair behandelt gefühlt und hoffe, dass ich in gleicher Münze zurückzahlen kann. Wir haben nicht viel Zeit, deswegen kann ich dieses Buch, das du vor einigen Monaten herausgebracht und geschrieben hast, nur ganz auszugsweise kommentieren. Und zwar möchte ich mich auf zwei Aspekte beschränken. Also einmal auf das, was du in der Terminologie an Schütz und Luckmann anlehnend und Berger natürlich Objektivierung nennst und dann auf einen und besonders am Fall von Kommunikation zu belegen versuchst und dann eben auf einen besonderen Fall von Kommunikation, den jeder kennt, der einmal interaktionssoziologisch gearbeitet hat. Das sind Kommunikationen, für die wir Fehlbezeichnungen wie Körpersprache oder nonverbale Kommunikation haben. Warum das Fehlbezeichnungen sind, steht unter anderem auch in dem Buch. Ich sehe das ganz ähnlich wie du. Aber zunächst zum Begriff der Objektivierung und zu seinen semantischen Verwandten. Ich denke dabei an Begriffe wie Vergegenständlichung, Verdinglichung, Projektion oder Fetischisierung. Das alles sind Begriffe, die in eine Theorie hineingehören, die man negativ durch zwei Abgrenzungen kennzeichnen kann. Es sind Theorien, die nicht bestreiten, dass es so etwas gibt wie eine überindividuelle Wirklichkeit des Sozialen oder eine unnachgiebige Härte der sozialen Tatsachen gegenüber dem, was die Beteiligten sich wünschen und vorstellen. Oder dass es so etwas gibt, und das wäre meine Lieblingsformulierung, wie die Verselbstständigung einer Sozialordnung oder eines sozialen Systems gegenüber den daran Beteiligten. Das ist die erste negative Abgrenzung. Die zweite ist aber viel wichtiger. Es handelt sich um Theorien, die diese Objektivität des Sozialen nicht einfach sich vorgeben lassen, sondern genetische Interessen pflegen oder konstitutionstheoretische Interessen pflegen. Das heißt, die den Versuch machen, die Vergegenständlichung als solche aufzuklären und hinter sie selbst zurückzugreifen. Und in diesen Theorien braucht man Begriffe wie Vergegenständlichung, Konstitution, Konstruktion, Objektivierung, Verdinglichung oder was immer sonst. Und ich rede die ganze Zeit hier von Theorien im Plural, weil mir das nicht der exklusive Besitz irgendeiner einzelnen Theorie zu sein scheint, sondern das Anliegen des Faches schlechthin. Es fällt schwer, Soziologen zu nennen, die nicht so gedacht haben. Manchmal sagt man Durkheim, wenn es um die Verleugnung der subjektiven Komponente geht. Manchmal sagt man der symbolische Interaktionismus, wenn man die Objektivität vermisst. Ich will jetzt darauf nicht eingehen. Es gibt jedenfalls eine Reihe von Theorien. Und dies seit langer Zeit. Und infolgedessen gibt es auch eine Reihe von Denkmodellen, wie wir uns Objektivierung eigentlich vorzustellen haben. Ich nenne jetzt mal zwei, die jeder Soziologe kennt, einfach um danach dann durch Kontrast deutlich zu machen, worin ich die Besonderheit deines Verständnisses sehe. Es ist nach meinem Eindruck eine sehr gute Theorie der Objektivierung, die Georg Simmel aufgestellt hat über den Fall, dass in einen laufenden Konflikt unbeteiligte Dritte, exemplarisch Richter, hineingezogen werden. Dass die Objektivierung liegt hier in dem durch den Dritten ausgeübten Zwang, mit Metakommunikation zu beginnen. Wenn man sich an einen Unbeteiligten wendet, aus einem Konflikt heraus, dann kann man ja nicht diesem Dritten gegenüber in dem Konflikt selbst kommunizieren. Der Dritte, exemplarisch der Richter, ist ja gar keine Partei und es wäre töricht, auch konfliktstrategisch töricht, ihn wie eine solche zu behandeln und dann etwas zu bekämpfen. Stattdessen spricht man, und das heißt, sprechen die Streitenden jeweils für sich, über den Konflikt. Es findet also Metakommunikation statt und indem dies geschieht, wird das System des Streithandelns und die eigene Position darin vergegenständlicht. Und dadurch gewinnen die Streitenden diejenige Distanz zu dem Streit, in dem sie zuvor nur naiv aufgingen, die ihnen dann vielleicht auch dazu verhilft, Urteile, Streitentscheidungen zu akzeptieren. Ein anderer Mechanismus der Objektivierung läuft ebenfalls über Metakommunikation, das ist das Anlernen von Neulingen. Wenn jemand Unvertrautes von außen in ein Gespräch einbricht und man ihn nicht ausschließen will, muss man ihm ungefähr sagen, worum es geht. Was ist unser Thema? Wer streitet hier mit wem? Man kommuniziert also nicht einfach in dem Gespräch, sondern über es und vergegenständigt es damit. Diesen Typus der Vergegenständigung nenne ich Vergegenständigung durch Kommunikation. Und ich habe dein Buch so gelesen, als würdest du von diesem Sachverhalt reden und war maßlos enttäuscht, weil ich keinen Mechanismus dieser Art in ihm gefunden habe. Und dann habe ich gedacht, irgendeiner von uns beiden macht etwas so falsch, dass ich es mir von keinem von uns vorstellen kann. Ich habe es nochmal gelesen
Und bin, also die entscheidenden Stellen, und habe dann eine Hypothese entwickelt. Ja? Die Knoblauchforschung steckte in einer Theoriekrise, aber das haben wir erledigt. Und meine Hypothese ist, dass du in einem ganz anderen Verständnis von Objektivierung redest. Dir geht es nicht um Objektivierung durch Kommunikation, sondern dein Thema in diesem Buch ist die Objektivität der Kommunikation selbst, verstanden als elementares soziales Geschehen. Das ist die These, die ich kurz erläutern und dann noch kürzer kritisieren will. Was meine ich mit Objektivität der Kommunikation? Wenn wir uns zwischen Ego und Alter oder zwischen Sender und Empfänger Differenzen vorstellen, dann meine ich mit Objektivität, dass genau die durch die Kommunikation überwunden werden. Warum sollte jemand, dem die Kommunikation unangenehm ist, die jemand an ihn adressiert, diese Kommunikation nicht einfach als Nicht-Kommunikation behandeln? Was zwingt den Angesprochenen dazu, auch auf unangenehme Fragen zu antworten? Soweit dieser Zwang besteht, soweit ist die Kommunikation objektiv, auf beiden Seiten unbestreitbar als Kommunikation vorhanden. Und auf die Frage, wie das möglich ist, sucht dein Buch nach meinem Verständnis eine Antwort. Und jetzt kommt meine Einschätzung deiner Antwort. Ich finde, ich war überrascht, ich finde sie, und du wirst entsetzt sein von meiner Bezeichnung, aber du gibst eine neobehavioristische Antwort. Für dich besteht die Objektivität der Kommunikation in der intersubjektiven Einmütigkeit, mit der man die entsprechenden raumdinglichen Verhaltenskorrelate, ein Mund öffnet sich, ein zuvor leeres Blatt ist danach beschrieben, auf dem Rechner werden Buchstaben sichtbar. Für dich besteht die Objektivität der Kommunikation darin, dass es über diese raumdinglichen, am Körperverhalten sitzenden Korrelate der Kommunikation typischerweise weniger Meinungsverschiedenheiten gibt als über den gemeinten und angetragenen Sinn der Kommunikation. Ich stimme dir zu. Das ist so, ja, meinetwegen. Und es, man kann sich darüber einigen, dass dies eine Zeitung ist, zum Beispiel die Zeitung der AfD. Gut, aber das schließt nicht den Konsens über die Meinung ein oder macht ihn auch nur wahrscheinlicher. Und jetzt kommt meine eigentliche Kritik. Ich glaube, dass man die Objektivität der Kommunikation eben nicht in dieser Weise behavioristisch, am Körperverhalten ansetzend fassen kann, sondern nur so, dass man sagt, eine Kommunikation ist objektiv, wenn es beim Übergang zur Metakommunikation, zur Kommunikation über diese Kommunikation nicht mehr bestritten werden kann, dass eine Mitteilungsabsicht vorliegt. Das würde ich für die Objektivierung des elementaren Aktes halten. Das ist immer dann der Fall, wenn wir mit spezifischer oder unspezifischer Adressierung sprechen, das Wort an jemanden richten, ein Buch drucken. Wozu sollte das sonst gut sein, wenn nicht als Kommunikation? Das rutscht nicht einfach aus den Leuten in grammatisch korrekter Form heraus. Das ist als Kommunikation geplant und das bedeutet, es kann als Mitteilungshandeln zugerechnet werden und es muss als solches verantwortet werden. Diese objektive Kommunikation ist aber für fast alle kommunikativen Zwecke viel zu riskant, gerade weil man sie beantworten muss. Und deswegen benutzen wir im Alltag eine unterobjektivierte Kommunikationsweise, die ich indirekte Kommunikation und nicht Körpersprache nennen würde und die ich in deinem Buch vermisse. Ich bilde ein einfaches Beispiel. Sie sind sauer auf Ihren Partner oder auf Ihre Partnerin, aber Sie sagen es nicht. Sie sagen weder, dass Sie sauer sind, noch warum, weil der andere sollte es ja selber bemerken und sich auch in der Themenwahl korrekt entschuldigen. Wenn Sie erst noch den Vorwurf formulieren müssen, ist die Entschuldigung schon wieder nichts wert. Was macht man in solchen Situationen? Man zieht eine saure Miene. Und wenn der andere fragt, hast du was? Flötet man in vollendeter Unschuld? Nö. Und erhöht die Dosis. Und diese Art von indirekter Kommunikation ist absichtsvoll unterobjektiviert. Deren Funktion besteht darin, dass man nach dem Übergang zur Metakommunikation, hast du was? Nein. Willst du etwas mitteilen? Nö, ich doch nicht. Immer noch bestreiten kann, dass es Kommunikation war. Und diese, also ich, mein Punkt ist also erstens, so müsste man die Objektivität konstruieren. Ich habe noch 3 Minuten. Okay, sorry, ich mache es etwas langsamer. Und wenn man jetzt diese unterobjektivierten Kommunikationen in dem Sinne, dass man metakommunikativ bestreiten kann, die ein bisschen näher beschreibt, fallen 2 Sachen auf. Der Empfänger darf so tun, als hätte er nichts gemerkt. Wenn der Partner sein Gesicht zieht, kann man sich auch dumm stellen. Dann muss er die Dosis erhöhen oder am Ende deutlicher werden und unbestreitbar kommunizieren. Der Absender kann bestreiten, etwas gemeint zu haben und die Funktion davon und auch den heuristischen Sinn, den es haben kann, sich mit Kommunikationen dieser Art zu befassen, der wird deutlich, wenn man sich klar macht, dass indirekte Kommunikationen eigentlich immer dann am Platze sind, wenn man die Ablehnung der direkten Kommunikation fürchtet. Das ist moralisch geredet die Kommunikationsweise der Feigen und soziologisch geredet ist es die Kommunikationsweise, die immer dann angebracht ist, wenn man sich in unvertraute Bezirke vorwagt,
von vorhandenen Systemstrukturen abweicht, vermutlich illegale Wünsche formulieren will. Nehmen Sie das Beispiel, Sie kommen in die Verkehrskontrolle und möchten, und es ist nicht in St. Petersburg, da gibt es feste Tarife, und möchten wissen, ob der Polizist denn etwa käuflich sei. Ich rate Ihnen nicht, unbestreitbar danach zu fragen. Denn es könnte sein, dass Sie nicht nur ein Nein sich einhandeln, sondern den Mann auch verstimmen und, oder die Frau, sodass die Polizei danach dann von ihrem Ermessensspielraum einen Gebrauch zu ihren Ungunsten macht. Was macht man stattdessen? Und pass auf, Hubert, das ist verhaltenstechnisch völlig eindeutig. Manchmal liegt Geld in den Papieren, im Führerschein. Das ist indirekte Kommunikation. Wenn der Polizist sagt, glauben Sie, ich bin käuflich? Nein, wieso denn? Na, hier liegt ein Hunderter drin. Ja, danke, dass Sie ihn gefunden haben. Den habe ich schon vermisst. Wenn er es rausnimmt und einsteckt, ist die Sache ebenfalls klar. Und man braucht die indirekte Kommunikation an diesen und anderen Stellen, wenn man von Systemstrukturen abweichen, nicht legitime Kommunikationen durchführen, unerwartete Initiativen und so weiter zeigen will. Und jetzt letzter Punkt, meine Kritik sind zwei Punkte. Also ich glaube, in der Frage nach der Objektivität oder Unterobjektivität von Kommunikation ist das und nicht die relative intersubjektive Eindeutigkeit des Verhaltenskorrelats die interessante Frage. Und ich finde, du greifst behavioristisch an dem Kernpunkt vorbei. Und deswegen fehlt dieser ganze Typus von unterobjektiver Kommunikation auch in deinem Buch, das nach meinem Eindruck einen Objektivitätsbias hat. Dich interessiert die objektive, unbestreitbare Kommunikation mehr als dieses Twitter-Wesen, während ich das Twitter-Wesen oder den Zusammenhang zwischen beiden eigentlich viel interessanter fände. Einer. Zwei Punkte, sagtest du? Die Objektivität wird falsch beschrieben und deswegen fehlt der Fall der Unterobjektivität oder der Indirektheit. Okay. Gut. Ich habe 10 Minuten jetzt. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Entschuldigung, ich muss so sagen, und zwar deswegen, wegen deines Buches. Du hast in deinem Buch ja so damals schon, du warst einer der wenigen, zwei waren es ja genau in der Systemtheorie, die sich mit der Konversationsanalyse beschäftigt haben. Und genau diese Mechanismen, die du beschreibst, sind ja Mechanismen, die werden empirisch in der Konversationsanalyse fortwährend inklusive indirekter Kommunikation, situative Ressourcen und so weiter beschreiben. Das ist, wenn du so willst, das Brot, das in Kapitel 1, 2, nämlich Überblick der Konversationsanalyse und der Gattung, freilich, übrigens, das haben wir mein Leben lang gemacht, das kann ich ausführen, aber das ist nicht, mein anderes Buch geht darüber, wie du weißt, hauptsächlich. Der Begriff indirekte Kommunikation ist ein Begriff, der bei Schütz übrigens auftritt, den wir auch da verwenden. Also das sind Dinge, die gehören zum trockenen Brot, meistens trockenes Brot, was wir mit den sprachzentrierten Analysen behandeln. Und das ist, glaube ich, das Problem, was ich jetzt sehe, dass du eigentlich Kommunikation, ich spreche nicht von Kommunikation, ich spreche von kommunikativem Handeln, um das Problem des Behaviorismus wenigstens zu markieren und dann zu behandeln. Aber ich halte das für ein zentrales Problem von Sozialtheorie, wenn sie ausgesprochen oder unausgesprochen noch problematischer, das Sprechen als die Grundform, die zentrale Grundform der Kommunikation betrachten und davon ausgehen, dass eine Institution wie die Sprache mit ihren spezifischen, kulturspezifischen Regeln, die Frage der Universalien ist immer noch offen, besteht und dass wir an diesen spezifischen Regeln die allgemeinen Regeln der Kommunikation ableiten können. Ich bin vielmehr der Meinung, das ist das Argument auch, dass wir den Kern der Kommunikation dort erkennen, wo wir nicht die Sprache wenigstens beim Gegenstand wir benutzen ihn leider, das ist ein methodologisches Problem, aber nicht beim Gegenstand voraussetzen können und wo wir nicht nebenbei zum Anschein des Behavioristischen, wo wir nicht ein entwickeltes Subjekt, das schon Nietzsche und Heidegger und Hegel gelesen hat, voraussetzen, sondern was anderes voraussetzen. Ein möglichst geringes Subjekt, aber ein Subjekt, das ist sehr, sehr wichtig, weil das macht den Unterschied zum Behaviorismus und ich versuche sehr entschieden, diese subjektive Position, zum Beispiel durch das Schütze Argument der Austauschbarkeit der Standpunkte, der Reziprozität, der Perspektive und so weiter zu halten. Das hat Mead schon gedacht und gemacht, insofern ist es nicht neu, aber hier ist ein ganzes Stück Schütz eben noch drin und der ist mir nicht unwesentlich dabei bei der ganzen Schoße. Das ist... Das war nur der erste Vorstoß. Der Vorstoß 2 ist also, dass wir dann Kommunikation, also kommunikatives Handeln, nicht an der Sprache festmachen, sondern an anderen Dingen. Und diese anderen Dinge, da kommen wir zum Begriff der Objektivierung.
Denn übernehme ich natürlich, das steht man in deiner Tradition drin, das siehst du zu Recht und das ist auch, wenn man so will, nicht nur ein rhetorischer, sondern das ist ein geistiger Anschluss an den Begriff bei Berger-Luckmann, weil gerade an diesem Begriff der Objektivierung bzw. Objektivation hat sich ja, das ist theoriegeschichtlich die Spaltung, hat sich festgemacht, dass Luckmann jedenfalls entschieden hat, zunächst hier die Sprache als und Schütz ebenso die Sprache als wesentliches Merkmal der Kommunikation zu betrachten, ohne deren Historizität, die Luckmann immer betont hat, bei der theoretischen Annahme vorauszusetzen. Und deswegen verwende ich den Begriff. Der Begriff ist eigentlich, fügt sich auch nicht in diese dialektische Form ein, ist deswegen eigentlich nur eine Übernahme für etwas, was tatsächlich nicht eine, übrigens keineswegs nur körperlich sein muss, darf ich es? Ja, sondern das ist sehr wesentlich. Die Dinge sind dabei, also wesentlich bei der ganzen Veranstaltung ist, wie du richtig siehst, dass der Körper Teil der Veranstaltung ist, auch jeder Form von doppelten Kontingenz, die nicht denkbar ist, ohne eine Körperlichkeit. Und das Argument ist, diese Körperlichkeit selber macht schon Sinn. Vorsprachlichkeit. Und das ist nicht einfach eine doppelte Kontingenz, sondern da kommt Körper mit zum Beispiel Gestalten, die sie haben. Der Objektivationsbegriff ist also in gewisser Weise etwas irreführend, weil er in der marxischen, hegelianischen auf eine Tradition anspielt, die ich aber nur übernehme, weil es in der Konstruktion eigentlich den Verweis auf die Sprache und ausdrücklich auch auf anderes hat. Deswegen ist, glaube ich, das eine theoriegeschichtlich etwas irreführend. Ich möchte noch was anderes sehr stark betonen, was mich, das war Werner Rammerts Problem immer, ich halte es für den dramatischen Fehler, dass wir Kommunikation immer nur als Reden über die Welt betrachten. Und ich halte dieses Problem heute für dramatisch, weil wir mit Kommunikation, das Ding, es mag schon im Netz sein, weil wir mit Kommunikation mittlerweile Dinge bewirken können und nicht einfach Welt. Das ist ja eine der wesentlichen Änderungen, die wir auch in den letzten Jahren haben. Und ich würde sicher meinen, dass hier diese Art von Körperlichkeit, die Rolle von Objektivation entscheidend sind, um diese Vermittlung zu treffen und nicht nur Sinnprozesse damit zu bezeichnen. Das will ich jedenfalls machen. Und ich dachte, ich wollte dich jetzt auch nicht angreifen, aber ich dachte, das ist, nicht einfach polemisch angreifen, Enttäuschung ist schnell gesagt. Also in gewisser Weise ist die Idee tiefer gelegt und nicht gelegt auf der Ebene der spezifischen Interpretation von Interaktion, die unser Hauptberuf ist. Da kannst du was einfangen, aber das ist gleichzeitig unser dauerndes Geschäft. Und zum Geschäft gehört auch, dass wir den Körper und was der Körper tut, nicht nur sozusagen als redebegleitende Geste betrachten können, beobachten können, sondern der Körper hat übrigens auch, wenn die Lawine runtergeht, macht einen eigenen Sinn, nicht immer eindeutig, nicht immer bestimmt, aber macht Sinn. Das Sinnkleid von Hans Georg bewegt sich, es tut etwas und es hat damit auch eine Distanz sozusagen. Manchmal tanzt man mit. Ja, vielleicht ganz kurz. Also ich meine, in meinem Polizistenbeispiel wurde ja nicht ohne Grund überhaupt nicht geredet. Und in der Ablösung des Kommunikationsbegriffs von Sprache sind wir uns ja ganz einig. Ich würde das über Information und Mitteilung machen. Und dann entsteht aber als elementarer Fall für das Relevantwerden dieser Unterscheidung, entstehen eben teilweise sprachfreie, teilweise gesprochene, aber in jedem Fall mehrdeutige Fälle. Und der Gebrauch von Sprache und der Gebrauch von Schrift ist auch in meiner Auffassung von Kommunikation etwas evolutionär Spätes, Spezifiziertes, Festgelegtes, Eingeengtes, Besonderes, mit Spezialfunktionen Belastetes. Und vor allem eben charakterisiert dadurch, dass man sprechend an jemanden gewandt die Mitteilungsabsicht nicht mehr bestreiten kann. Also für mich ist die Sprache eigentlich nötig, um einen Sonderfall des Objektivwerdens von Kommunikation zu bezeichnen. Aber ich habe eben noch diesen anderen Fall. Jetzt sagst du, das kennst du natürlich als Interaktionsforscher auch. Ja, ich wollte ja auch nicht dein Gesamtwerk kommentieren, aber in diesem Buch kommt mir das ein bisschen zu kurz und du hast eigentlich nicht richtig reagiert auf meine Interpretation. Ich würde gern wissen, ob du dich richtig verstanden fühlst, wenn ich sage, das Thema in deinem Buch ist eigentlich nicht eine Konstruktion, so wie Berger und Luckmann sie am Anlernen von Neulingen beschrieben haben oder so wie Georg Simmel sie an der Hinzuziehung von Dritten in Konflikte beschrieben hat, sondern dein Thema ist eigentlich die Objektivierung der Kommunikation selbst. Mich würde interessieren, ob du das also jetzt eine zutreffende Charakterisierung findest. Und wenn das so ist,
dann müssen wir darüber reden, ob es sinnvoll ist, zu sagen, die Objektivität der Kommunikation in dem Sinn, dass sie für beide Beteiligten als Kommunikation unbestreitbar da ist, die hängt an diesen Verhaltenskorrelaten oder Körperkorrelaten, die du so stark betonst, oder ob es nicht soziologisch fruchtbarer wäre, zu sagen, die hängt an der metakommunikativen Unbestreitbarkeit des Kommunikationscharakters und der Mitteilungsabsicht. Das ist ja eine Frage, die man auch unabhängig von diesen weiterreichenden Beweisabsichten, die ich auch sehe in deinem Buch, beantworten kann. Also mir wäre das lieb, wenn du vielleicht nochmal direkt, auch um meine Lesart eventuell zu korrigieren, darauf etwas sagen könntest. Du sammelst deine Antwort. Jetzt ist der Moment, wo Sie anzeigen könnten, dass Sie in die Diskussion einsteigen wollen. Es ist natürlich jetzt nicht eine Author Meets Critics-Veranstaltung, sondern zwei Autoren kommentieren wechselseitig ihre Bücher, nur dass das eine Buch ein bisschen länger schon zurückliegt. Es war natürlich in deinem Kommentar, und das gebe ich jetzt nochmal mit rein, war schon auch eine Theoriekritik allgemeinerer Art drin, die sich an diesem Objektivationsbegriff aufgehängt hat. Und das sozusagen reicht, glaube ich, nicht hin, einfach zu sagen, das steht halt in einer Tradition und an die schließt man an. Also sozusagen an der Stelle wird dann natürlich auch sozusagen eine Kerntheorie der Sektion oder in der Wissenssoziologie Thema. Und das könnte natürlich nun auch andere, die Kritiken an dieser Theorie haben, zum Einstieg in die Diskussion motivieren. Es gab heute auch in einem Arbeitskreis, nämlich dem Arbeitskreis Theoretische Wissenssoziologie, schon eine Diskussion, die sich im Übrigen auch mit der Frage von Sprache und Kommunikation beschäftigt hatte am kommunikativen Konstruktivismus. Also zeigen Sie mir, wenn Sie in die Diskussion einsteigen wollen, dann können Sie auch das Ping-Pong-Spiel unterbrechen. Dann sage ich nochmal was. Es ist die halbe Wahrheit, denn die andere Wahrheit ist natürlich, dass, und das, darauf lege ich sehr großen Wert, dass wir hier von einer, nicht einer Objektivierung nur haben, sondern eine Objektivierung im Rahmen einer körperlichen Relation, über die du gar nicht gesprochen hast. Und diese Relation ist konstruktiv für die Objektivierung, nicht nur die Relation, sondern das, was Sie als Kern dieser Relation ansehen, nämlich die Reziprozität, die die Relation zur Relation macht und die die Objektivierung erst als den Akt in dieser Relation hervorhebt. Das ist die kommunikative Handlung. Die Objektivierung ist also nur, wenn du einen Moment, ist mir auch das der Begriff dafür, einen Moment, genau der Vollzug in dieser reziproken Relation. Das ist mir sehr wichtig, dass hier eine reziproke Relation ist, weil es nicht ein Sender und ein Empfänger oder Empfängerin ist, sondern weil es durch die Reziprozität sozusagen schon kurzgeschlossen ist. Und kurzgeschlossen, da spielt der Körper tatsächlich eine ganz entscheidende Rolle. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und da spielt die Vorstellung vom Körper eine Rolle, die nicht eine Vorstellung, ein Affektkörper ist, nicht ein naturwissenschaftlicher Körper, sondern ein Körper, der eine Form von Sinnlichkeit hat, die... Ich habe jetzt drei Wortmeldungen und würde alle bitten, ins Publikum reinzusprechen. Das Mikro wird nicht lang genug sein, dass ich es überall rumgeben kann. Also wenn Sie nach oben sprechen würden, sodass dann auch Ihnen zugehört werden kann. Der erste ist Joachim Rennen. Ich kann dir das auch geben, aber... Genau. Vielen Dank für diese interessanten Ansätze. Ich artikuliere jetzt so, dass ich André von dem systemtheoretischen Kommentar jetzt auch ein bisschen enttäuscht bin, aus folgendem Grund, weil jetzt natürlich naheliegenderweise sich die beiden Autoren hier treffen auf der Ebene einer Interaktionstheorie der Kommunikation oder sagen wir mal des Referenzbereichs von Interaktionsverhältnissen. Jetzt würde aber die Konfrontation unter Umständen noch mal andere Punkte umfassen und noch etwas härter ausfallen, würde man sich jetzt auch den Anspruch des kommunikativen Konstruktivismus, die gesellschaftstheoretische Ebene mit abzudecken, über den Kanal der Objektivations Das Problem oder ein Problem der Objektivationsproblematik besteht ja nicht nur darin, André, wie du natürlich ganz plausibel klar gemacht hast, dass für situationsnahe Interaktionsverhältnisse, also für definierte Systemzusammenhänge, also die unterbestimmte oder unterausgedeutete Objektivation von großer Relevanz ist. Das Problem für die Gesellschaftstheorie besteht ja darin, dass man spätestens, wenn man dann das Problem der situationstranszendenten Aufrechterhaltung von Selektionsordnungen, also die Verlässlichkeit von Objektivation auch über Situationen hinweg
noch soziologisch rekonstruieren will, dass er vor sehr starken Alternativen steht. Wenn man von Kommunikationssystemen mit ganz spezifischen Kommunikationsmedien ausgeht, dann stellt sich die Frage, wie weit der kommunikative Konstruktivismus in der von Hubert und anderen jetzt vorgestellten Form eigentlich diese Ebene noch erfasst. Also mich würde interessieren, was die hier vertretenen Protagonisten eines systemtheoretischen und eines, sagen wir, wissenssoziologischen Konstruktivismus zu dieser Frage sagen würden, in Form der Abgrenzung. Zweite Bemerkung und vielleicht zweite Frage, André. Ich habe jetzt vom systemtheoretischen Konstruktivismus gesprochen. Mich würde jetzt in deine Richtung noch interessieren, wie stark du eigentlich zum Beispiel an einem starken Konzept von operativer Schließung von Kommunikationssystemen noch anknüpfen würdest. Denn dann stützt sich die Diskussion deswegen eigentlich nochmal schärfer zu, weil ja dann für gesellschaftsrelevante Selektionsordnungen, für stabile Semantiken oder sogar für Funktionssysteme natürlich die Entfernung von der pragmatischen Ebene und von der Intentionalität von psychischen Systemen, die da kommunizieren, sehr viel relevanter und größer ist. Also die Selektivität gegenüber Intentionalität eigentlich erst Gesellschaftsstruktur macht, wo der kommunikative Konstruktivismus nicht mitgehen würde. Das ist für mich eigentlich die eigentliche Konfrontation. Ja, also das Zweite, jetzt operative Schließung. Ich habe mit den späten Luhmann keine guten Erfahrungen gemacht. Also ich, weder an mir noch an anderen, um das auch gleich dazu zu sagen. Also mir sind die frühen und mittleren Sachen lieber und ich will jetzt auch in diesen Teil der Diskussion nicht einsteigen. Was die makrosoziologischen Anwendungen angeht, das sehe ich ähnlich und ähnlich kritisch wie du. Ich glaube, wenn man die dinghaften Korrelate der Kommunikation so stark betont, wie Hubert das macht und auch gerade gemacht hat, dann kann man an dem Faktum Tageszeitung den Vertrieb beschreiben. Dinge werden von A nach B transportiert oder möglichst vielen Lesern ausgehändigt. Und das kann eine gute vertriebssoziologische Studie über die Tageszeitung sein, aber das wird keine Soziologie der Massenkommunikation. Also ich verstehe nicht, wie dieser Chaussisme, um es auf Durkheimianisch zu sagen, was der überhaupt kommunikationstheoretisch bringen soll. Das habe ich hätte es aber nicht gesagt, wenn du nicht gefragt hättest, weil ich auch jetzt mich ja beschränken muss irgendwie. Und ich will auch jetzt nicht lange darüber reden, weil eigentlich ist Hubert und ist auch das Publikum natürlich gefragt. Wenn ich ein ganz kurzes Wort zum Satz sagen darf. Das ist ja nicht, dass wir gerade mit dem Begriff des kommunikativen Handelns Sachen auf die Handlung, auf Dinge reduzieren, sondern sagen, dass die Dinge selber, wie zum Beispiel Infrastrukturen, wesentlich Teil der kommunikativen Handlung sind. Also es geht nicht um eine Reduktion und Beschreibung von nur Infrastrukturen, wie das anderswo geschieht. Es geht darum, um die Infrastrukturen in ihrer handelnden Verwendung. Und das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Und es geht vor allen Dingen darum, den Einbezug dieser Infrastrukturen und nicht nur der Beobachtung von Sinnprozessen. Nur weiter. Ja, ich bin ganz kurz. Ich glaube, hier sprechen zwei Positionen aneinander vorbei. Das kommt in der Kommunikationswissenschaft in den letzten 20, 30, 40 Jahren laufend vor. Und der Grund ist meistens, dass das Potenzial von Kommunikation komplett auseinanderfällt. Wenn man Kommunikation nur versteht als Zeichen, Raum, Mitteilungsabsicht, dann ist man natürlich auf einer ganz anderen Spur. Der kommunikative Konstruktivismus nimmt genau diese Prämisse der Kommunikationswissenschaft zurück und verzichtet auf Mitteilungsabsicht. Ja, ich glaube eben, dass das nicht durchführbar ist. Das scheint mir ganz sicher zu sein, dass das nicht geht, weil die Kommunikation ihre metakommunikative Stabilität überhaupt nur als zugerechnetes Mitteilungshandeln haben kann. Das scheint mir evident zu sein. Die Kommunikation, wenn man über sie kommunizieren will, muss festgestellt werden, wer was gesagt hat, wer sich bei wem entschuldigen muss. Und das alles setzt die Zurechnung in der Form von Mitteilungshandeln voraus. Insofern bin ich ein Kommunikationstheoretiker, der an dem Handlungsbegriff festzuhalten empfiehlt und berufe mich für genau diese Version auf Luhmann in den sozialen Disziplinen. Die Einführung der Kommunikation auf Sprecheransicht und auf die Face-to-Face-Interaktion. Und das ist aus meiner Sicht klar, es gibt eine Tradition in der Kommunikationswissenschaft, in der Sozialwissenschaft, die genau dies tut. Aber es gibt eine ebenso lange Tradition, die in Frankreich und in Amerika im Pragmatismus entstanden und ausgearbeitet worden, die darauf verzichtet, Sprecheransicht als konstitutive Kommunikation zu betrachten, sondern als Kommunikation betrachtet, als durchaus semiotisiertes, aber keineswegs notwendigerweise mit Mitteilungsabsicht geäußertes Verhalten.
Und ja, das ist bei Korn keine Wertung bei diesen. Und natürlich ist ein anderer Kommunikationsbegriff. Nur wenn jetzt zwei Kommunikationsbegriffe aufeinandertreffen, dann redet man locker aneinander vorbei. Ja, aber man könnte ja versuchen, sie an ihren Früchten zu erkennen. Ja. Was halten Sie davon? Gut. Was kann man erkennen? Ja, ja, zum Beispiel indirekte Kommunikation. Das, was die Beispiele, die wir haben, ist ganz klassische Kommunikation. Also, das macht. Ich will jetzt nicht frech werden, aber diese Beispiele finden Sie bei Schulz von Thun, das sind doch alles so mal die kleinen Fingerübungen, die wir Kommunikation betreiben. Also diese Form von indirekter Kommunikation als Nicht-Kommunikation auszuflaggen. Also das wird normalerweise immer ganz selbstverständlich als eine spezifische Form von Kommunikation betrachtet. Vielleicht darf ich Lea Rothmann mit in die Diskussion einnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine supernahe Nachfrage ist. Es ist einfach auch eine Verständnisnachfrage, weil Sie von Gestalt sprechen, irgendwie soll ja auch die Materialität der Kommunikation eine Rolle spielen. Also der Finger zeigt es irgendwie anders als das, was wir sprechen. Aber ja, wie wird das dann genau umgesetzt, frage ich mich immer. Also was macht es dann aus? Wie verändert es die Kommunikation? Verändert es die Kommunikation der Geldschein, die Materialität des Geldscheins, die Kommunikation? Oder wenn ich irgendwie andeute, oh, also sprachlich irgendwie zu verstehen wäre, dass Spielräume da sind, macht das tatsächlich einen Unterschied? Also wie ernst nimmt man da Materialität und den Gestaltbegriff auch? Sie meinen, wie ernst wir das empirisch nehmen, und denn theoretisch ist es ja systematisch reingebaut und systematisch weniger in der Materialität, sondern in der Körperlichkeit. Die Körperlichkeit ist die Verbindung zur Materialität im Theoretischen. Und im Empirischen ist es natürlich selbstverständlich, dass wir zum Beispiel den Umstand, ob wir hier sitzend illustrieren, was wir machen und nicht mal richtig zeigen kann und Dinge herumschmeißen kann im Sitzen, dass wir das natürlich wesentlich berücksichtigen. Die Frage, wie Sie sitzen beim Gehen, ob Sie ein Mikrofon verwenden können und dergleichen, ist ein wesentlicher Teil dieser Veranstaltung. Sie können, nehmen Sie, was weiß ich, Predigten oder sonst wie, die Sie mit diesen Formen von Materialität, die Form von der Akustiken mitbauen und die Teil des natürlich berücksichtigt werden. Und das ist etwas, eine sehr andere Form von Kommunikation, als wenn Sie Sinnprozesse anschauen, weil diese Materialitäten selber als sinnhaft, und zwar nicht als spezifiziert sinnhaft, sondern wir arbeiten sequenziell. Der Sinn wird in der Sequenz bedeutet, wenn er nicht zufällig konventionalisiert ist, was für die wenigsten körperlichen Aspekte gilt. Gilt auch für die räumlichen nebenbei. Und das ist natürlich ein wesentlicher Teil der Veranstaltung, aber wenn wir empirisch arbeiten, das entspricht dem begrifflich, dem Materiellen und den Objektivierungen, die da drin sind. Das soll sozusagen der theoretische Träger sein für das, was empirisch dann beobachtet wird. Nur nicht nur als Bewegung von Dingen unter sich, sondern als Bewegung, die mit Blick auf die Handelnden, die sich körperlich wahrnehmen, vonstatten gehen. Da direkt dazu? Zu dem Punkt, dann Hans-Georg Söffner, bitte. Ich bin in einer etwas merkwürdigen Position, weil ich denke, in gewisser Weise rede ich für Tom Luckmann mit und in anderer Weise für mich selbst. Jeder mag entscheiden, an welcher Stelle ich für wen rede. Das Erste ist, für Luckmann ist die Sprache als Objektivation ein Sonderfall. So wie das beschrieben worden ist, er selbst als Fliegenfischer hat beim Fischen nicht gesprochen, und hat in seinen Beobachtungstechniken, wenn es um Sehen ging, völlig andere Gegenstände behandelt. Also das muss man nicht nochmal erläutern, das erste Missverständnis. Das zweite ist die Objektivierung. Da wäre Luckmann eher auf Ihrer Seite, Herr Kieserling, denn bei den Objektivierungen, die aus den Konstruktionsaktivitäten entstanden sind, geht es Berger und Luckmann darum, dass diese Objektivierungen Realität sind. Wie bei Thomas auch. Wenn die Handelnden etwas festgelegt haben als real, dann werden sie ihr Handeln danach richten. Und das ist nicht dekonstruiert. Deswegen haben sich Berger und Luckmann und Kellner, über die wir noch reden wollen, immer dagegen gewehrt, als Konstruktivisten bezeichnet zu werden. Also zweites Missverständnis. Drittes Missverständnis ist, das hat Tom Luckmann immer erregt, ist die Frage, wo kann man Kommunikation abgrenzen, ist die universal? Luckmann war mit Watzlawick über drei oder vier Ecken verwandt und was ihn an seinen Verwandten immer geärgert hat, war der Satz, man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist schlichter Unsinn.
Es muss unterschieden werden zwischen Interaktion, intentionalen Vorstellungen, die nicht Kommunikation sind. Das war das Kieserling-Beispiel auch. Man kann Kommunikation schlicht verweigern, zum Beispiel indem ich aus diesem Raum rausgehe. Das kannst du als meine Kommunikation interpretieren. Watzlawick würde das so tun. Aber es wird eine Schnöte zu ziehen, ist weiterhin Kommunikation. Ja. Man kann nur rausgehen, aber sobald man dabei bleibt, das ist die Frage, das ist die Frage der Objektivation. Das muss man nochmal weiter diskutieren. Und das Letzte ist, Vorletzte, wenn man sich die gesellschaftliche Konstruktion ansieht, also als Ganzes, fällt ja auf, dass da Abstufungsebenen vorgenommen werden. Von der Face-to-Face-Kommunikation bis hin zu gesellschaftlich verfestigten Institutionen. Und das ist ein Prozess, bei dem nicht auf allen Ebenen Kommunikation stattfindet. Das ist auch ein großes Missverständnis, zu glauben, dass an jeder Ecke kommuniziert wird. Und das ist, hast du an deinem Beispiel mit dem Filzstift ja auch gezeigt. Der Filzstift kommuniziert nicht. Insofern frage ich jetzt natürlich, wo ist denn dann die Abgrenzung dessen, was Kommunikation sein soll? Ist sie universal, das ist ja die Kieserling-Frage, oder nicht? Und der letzte Punkt, Face-to-Face, das ist auch keine Voraussetzung, die Luckmann machen würde. Das Beispiel Buch, da ist die Intentionalität offenkundig. Das Beispiel Medium, das Hubert vorhin erwähnt hat, also der Kameramann, der etwas irgendwo hingibt, Intentionalität ist immer da vorhanden. Kann man die Intentionalität jetzt dem Kameramann zusprechen oder der Kamera? Und da ist die Antwort ziemlich eindeutig, die hast du übrigens selbst gegeben. Man kommt in Paradoxien, wenn man den Kommunikationsbegriff derartig weit ausdehnt, wie das zum Teil jetzt bei deinen Schlussbemerkungen in deinem Vortrag der Fall war. Ich glaube, Hans-Georg, das Schlussargument ist ja nicht richtig. Wir gehen nicht von der Intentionalität aus. Also ist das gar nicht das Problem, das wir aufwerfen. Das haben wir nicht. Die Objektivation muss man natürlich nicht über Luckmann belehren. Das theoretische Problem ist, dass die Objektivation drinsteht, aber nur die Sprache weitergeführt wurde und dieser theoretische Ansatz nicht fortgeführt wurde. Das heißt, die Bedeutung der Objektivierung weder von Berger noch von Luckmann, das ist ja der Ansatzpunkt, der theoretische Ansatzpunkt. Und die Radikalisierung ist genau diese Objektivierung, ähnlich wie die Sprache, für sinnhaft zu nehmen, aber nicht eben unbedingt konventionalisiert in spezifischen Bedeutungen, sodass nicht Vieldeutigkeiten, sondern die Unspezifizität der Deutung, der Bedeutung, des Sinnes, wesentlicher Teil der Veranstaltung ist. Und wenn das so ist, dann werden natürlich auch zum Beispiel Stifte in ihrem Sinn geworfen, geschrieben, bedeutungsvoll und dieses wird tatsächlich dann als eine kommunikative Handlung betrachtet. Das Anstreichen ist tatsächlich eine kommunikative Handlung. Nichts anderes würde ich sehen und das geht ohne das Ding nicht wirklich. Und das nicht überall kommuniziert wird, steht außer Zweifel, dass wir aber in einer Gesellschaft sind, in der die Mediatisierung der Kommunikation in einem solchen Maße zugenommen hat, dass wir die Wirkungsweise dieses Kommunizierens beobachten müssen, setzt meines Erachtens gerade eine solche Ausweitung des Begriffes voraus, der auch die Dinglichkeit, die Infrastrukturen und deren Wirkungsweisen berücksichtigt, die selber was tun und Wirklichkeit schaffen. Und deswegen braucht es einen solchen weiten Begriffes, der radikal ist, darüber bin ich mir im Klaren, der aber auch seine Grenzen hat. Michaela, darf ich dazu noch was sagen? Also ich meine, das ist vielleicht eine Frage, die ich auch, wenn du darauf knapp antworten kannst, ich meine, die konventionelle Perspektive auf Dinge, kommunikationssoziologisch gesehen, und das können in der Tat Stifte sein oder Rasierapparate, ja, aber die konventionelle Perspektive auf Dinge ist doch die, dass man sie als Sinnträger auffasst. Natürlich kann es, wenn jemand sagt, gib mir den Stift und ich tue das nicht, sondern zieh ihn weiter zu mir, dann ist diese Lageveränderung des Stiftes eine Kommunikation. Ich bin nicht bereit zu tun, was du willst. Aber du mystifizierst das und tust so, als wäre das eine inhärente Eigenschaft des Stiftes. Und dadurch entsteht bei dir eine Welt kommunizierender Dinge und eine Sozialwelt ohne Außengrenzen. Ja. Nee. Und du rutschst in diesen Naturismus. Ja, ja. Ganz im Gegenteil. Also das ist der Punkt, den wir vorhin angesprochen hatten. Ja. Du besiehst die Relevanz der Reziprozität, der Perspektiv und der Relation, in der das geschieht. Die Objektivierung ist nur Objektivierung in der Triade, die ich betone. Es setzt diese Triade voraus. Es ist eine asymmetrische Anlage nebenbei. Und diese Triade ist wesentlich. Du hast nur über die Objektivierung gesprochen und nicht diese Triade, die selber auch den Handlungsbegriff
fordert und nicht den Kommunikationsbegriff. Ronald, willst du direkt dazu? Ich habe noch eine Meldung hier oben. Ganz direkt dazu. Tust du aufstehen vielleicht oder laut? Ich will nur was fragen. Kein Mensch will bestreiten, dass das Anstreichen in einem Stift eine kommunikative Handlung ist. Das ist eine kommunikative Handlung. Die Frage ist, wenn mir der Stift rausrutscht, zufällig übers Papier gleitet, Spuren hinterlässt, ist das auch noch eine kommunikative Handlung? Wenn nicht, dann erzählt Jo eine ganz andere Story als du. Das muss man einfach mal festhalten. Was Jo erzählt, ist meines Erachtens nicht kompatibel mit dem, was ich verstehe, was du mir sagst. Ja. Ja. Jo hat tatsächlich eine, meines Erachtens eine engere Fassung von dem Ganzen. Die Frage, das ist eine Handlung, deren Sinn offen steht. Also ob das zum Beispiel dann Malheur ist, ob das ein Fehler ist, ob sogar jemand der Meinung sein kann, das ist eine Aktion eines Dinges dergleichen, das kann bei Kindern passieren, ist der Sinn der Handlung, der unspezifisch ist, der auch nicht festgelegt sein muss, aber es ist eine sinnvolle Handlung, eine kommunikative Handlung natürlich. Und natürlich haben wir dann unterschiedliche Meinungen. Nur wenn ich anstreiche, ist es sinnvoll, kommunikativ. Nimm Luckmanns Beispiel. Nicht, wenn mir der Stift ausrutscht. Ausrutscht? Ausrutscht, ausläuft. Ja. Das ist keine kommunikative Handlung. Wenn man sich dann mit dem wissenschaftlichen Nachlass von Ronald Hitzler beschäftigt, ja, sozusagen, aha, da ist mir der Stift ausgerutscht, ja, ist das eine Kommunikationstherapie? Nein, da das ist die Interpretation. Ja. Das ja. Klar. Ja. Ja. Nein, es ist nicht semiotisiert, es ist eine sinnhafte Veranstaltung, die nicht intendiert ist, aber die Nichtintention ist nicht wesentlich dafür. Es ist aber eine, die, wenn sie in die Aufmerksamkeit gerät, als kommunikative Handlung auftritt, natürlich. Das wäre traurig, es wäre nicht so, sonst würdest du nicht drüber reden können. Ich freue mich, dass es jetzt Schwung in die Bude kommt, kurz bevor ich das jetzt sind, endlich Sie dran. Dankeschön. Ich finde das Format wunderbar und das ist immer mein Eindruck dann nach einiger Zeit. Ich bin auch unglaublich enttäuscht und dann hinter mir wird versprach, weil ich bin sich verwirrt, weil ich hätte mir immer mal gewünscht, dass mein Systemtheoretiker sozusagen sich den kommunikativen Konstruktivismus anguckt, weil ich dachte, ein Systemtheoretiker muss doch den Kommunikationsbegriff super finden. Ja? Also gerade weil eben keine Intentionalität erforderlich ist, damit ich mich jetzt zum Adressaten einer mitgeteilten Information mache. Und das dachte ich, wäre der besondere Zugewinn auch durch den kommunikativen Konstruktivismus, dass man dadurch, dass man sich eben sozusagen selber zum Adressaten einer mitgeteilten Information machen kann und auch selber sagen kann, ist das jetzt eine Information oder nicht, eben dadurch sozusagen etwas entsteht, ganz ähnlich wie in der Systemtheorie. Und da, vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen. Eine Frage an mich. Ja. Okay. Du musst jetzt was gut finden. Ja. Na, Sie waren kurz davor, den Hubert zum Systemtheoretiker zu erklären. Also ich lese die Systemtheorie nicht so, dass irgendjemand darüber entscheiden kann, jetzt und hier die Grenzen kommunikativer Möglichkeiten auszuweisen und zuvor nicht anerkannte Kommunikanten doch in diesen Status zu versetzen oder so. Also ich habe kein voluntaristisches Modell von Kommunikation und auch kein voluntaristisches Modell, das scheint mir auch eine Differenz zu Hubert zu sein, zu den Grenzen der Gesellschaft oder der sozialen Welt, sondern das ist nach meinem Verständnis das Ergebnis kommunikativer Objektivierung. Das variiert natürlich von Gesellschaft zu Gesellschaft, aber nur so. Und wenn irgendjemand allzu idiosynkratisch seine Interaktionspartner konstruiert und Befehle von Stiften, Hunden, Jamswurzeln, Toten und dergleichen in Empfang genommen haben will, dann mag er damit in einem lokalen Umfeld erfolgreich sein, aber das funktioniert zum Beispiel nicht als eine weiterreichbare Ausrede für irgendeine Schandtat. Und das würde für mich schon genügen, um nicht davon zu reden, dass die Grenzen der Sozialwelt offen oder dass es Sache irgendeines konstruktiven Aktes ist, nicht lebende Menschen in den Kommunikationskreis unserer Gesellschaft mit einzubeziehen. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet ist, aber es ist auf jeden Fall ein Gegenstand weiterer Kontroversen. Und wenn ich es ganz kurz noch sagen darf, Hubert, ich habe ein bisschen den Eindruck, du schreibst einfach ein ganz, also von der Richtung her, du schreibst dein Buch ganz defensiv mit Bezug auf Modethemen wie Körper, Dinge, Materialitäten, Grenzen der sozialen Welt und
ich verstehe die, also es ehrt dich, dass du die Auseinandersetzung mit all diesen Ansätzen suchst, aber ich finde sie entscheidend zu direkt darüber, was du dann inhaltlich sagst. Mhm. Indem du sozusagen sagst, auch die Sozialphänomenologie hat ein derart weites Herz, dass in ihrem Kommunikationsbegriff all dieses, was ihr von außen her entgegengehalten wird, angefangen von den Dingen und nicht endend bei der Sozialwelt ohne Grenzen, immer schon aufgehoben ist. Und ich finde, man müsste diese Diskussionsangebote offensiv und nicht defensiv behandeln. Also ich finde, man muss sich, wenn man das macht, müsste man diese Leute angreifen und nicht umgekehrt sich verteidigen. Aber das ist vielleicht eine Frage des Temperaments. Ich habe jetzt noch Joachim Renn und nochmal Hans-Georg Söffner auf der Liste und würde dann ganz gerne die Veranstaltung auch langsam zum Schluss bringen. Das heißt, ihr könntet euch beim Zuhören der beiden Beiträge überlegen, wie ihr euer kurzes, knappes Schlusswort formuliert. Joachim Renn. Sehr gut, ich möchte nochmal auf diese Makrofrage zurückkommen. Man kann jetzt lange darüber reden, ob Stifte kommunizieren. Letztendlich ist es ein bisschen nominalistischer Streit, wie man es anlegen will. Und André Kieselin hat zu Recht vorgeschlagen, an ihren Früchten sollst du die Kommunikationsbegriffe erkennen. Und du hast ein empirisches Kriterium für die Leistungsfähigkeit oder einen Phänomenbereich, dessen Erklärung oder Ausschließbarkeit ein Kriterium für die Leistungsfähigkeit von begrifflichen Alternativen abgeben könnte, nämlich die so allgegenwärtige Mediatisierung von Kommunikation von Telekommunikation auf elektronischer Basis. Wenn man die Differenz zwischen der situations- und interaktionsferner Kommunikation auf der Ebene standardisierter, konventionalisierter Typisierungen und Selektionsordnungen, wenn man diese Pferde unterschätzt, wie es meiner Auffassung nach die monolithische Anlage der vermeintlichen Gesellschaftstheorie des kognitiven Konstruktivismus macht, dann sieht man nicht, welche Überspielung von Differenzen zwischen Kommunikation zwischen Anwesenden und Suggestion von Interaktionen in telekommunikativen, nämlich digitalen Medien, welche Folgen das eigentlich hat, zum Beispiel für die Disaggregation von deliberativen Prozessen der politischen Meinungsbildung. Dass also Interaktionsnähe suggeriert wird, wo keine ist, das kann man theoretisch erst einfangen, wenn man die Differenz zwischen der Situation und der Interaktionsnähe von Kommunikationsformen, Formaten und Selektionsordnung zu situationstranszendenten Typisierungen, die sich selber stabilisieren, viel radikaler veranschlagen, als es der kommunikative Konstruktivismus macht. Und ich hätte gedacht, dass die Systemtheorie an dieser Stelle ein Alibi ist. Indem ich einfach daran erinnere, was denn das Ziel dieser gesamten Veranstaltung von Berger und Luckmann war. Das haben Sie nur ziemlich eindeutig gesagt, da ging es nicht um Filzstifte, sondern es ging nicht um Filzstifte. Es ging um die Frage, wie entsteht gesellschaftliche Ordnung und wie entstehen Gesellschaften durch Handelnde und wie wirken diese Ordnung, gesellschaftlichen Ordnung, auf Handelnde zurück. Das sind zentrale Fragen. Und wir bewegen uns hier in sehr kleinteiligen Formaten, die mit dieser Ordnungsfrage kaum etwas zu tun haben und mit der Sinnfrage ebenfalls nicht. Und das halte ich für eine Verfehlung dieses Ansatzes, wenn der darauf rausläuft. Das kann ja sein, dass was völlig anderes, mir entgangenes, Großartiges noch kommt. Hubert, zuerst du? Das über Stifte reden war nicht mein Thema. Das tut mir leid. Ich rede zum Beispiel über die Kommunikationsgesellschaft. Und mir ist ganz im Gegenteil, Joachim, daran gelegen, die Transformation, nicht die Behauptung der Konstanz, sondern die Bedeutung der Transformation zu betonen. Das schafft diese Theorie im Unterschied zu dem, was du machst, nämlich die Behauptung der Konstanz. Ich fand nicht, dass wir aneinander vorbeigeredet haben. Wir haben unterschiedliche Meinungen darüber, was Kommunikation ist. Mhm. Das wusste ich vorher schon, das wissen wir auch jetzt. Du musst auch nicht übertreten, ich auch nicht. Insofern reden wir nicht aneinander vorbei, wir haben unterschiedliche Meinungen. Ich danke dir auch für den Hinweis. Ich bin nicht defensiv. Ich glaube, Hans-Georg, und da verstehst du mich falsch, Luckmann hat es, glaube ich, ein bisschen mitbekommen. Mir geht es nicht darum, diese Theorie zu verhunzen, mir geht es darum, diese zu zeigen, dass diese Theorie unglaublich viel enthält, nämlich eine sehr stark integrative Theorie ist. Ich glaube nämlich, sie hat Recht, sie ist wahr. Man muss sie nur entsprechend interpretieren. Und das ist der Versuch, ich glaube, das ist auch der Versuch, den wir unternehmen, dass wir diese Theorie so transformieren und verändern, dass wir glauben, das funktioniert, weil auch die Gesellschaft sich verändert hat. Und auch das müssen wir mit dieser Theorie fassen können, die einfach nicht mehr eine Theorie der 60er Jahre ist, sondern der 2010er. Und da hat sich sehr viel verändert. Das ist die Transformation. Dass wir die Weisheit nicht gefressen haben, ist klar, aber wir versuchen, das anzupassen mit einer Theorie, die wir wesentlich für richtig halten.
Andrea hat zu mir gesagt, wenn es noch länger über Stifte geht, geht er stiften. Erst sprichst du noch ein Schlusswort. Nein, kein Schlusswort. Ich will nur sagen, ich will da gar nicht stören. Also. Ja. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich will schließen mit einer Beobachtung. Das ist wirklich was sehr Eigentümliches. Normalerweise haben wir, wenn es in der Wissenschaft, wenn es um Bücher, um Texte geht, immer eine Außenbeobachtung, die sagt, na also, der hat doch von dem abgeschrieben oder die, das ist doch eigentlich genau das Gleiche. Hier zum ersten Mal haben wir den Fall, deswegen spreche ich von sozialer Bewegung, dass Menschen, die Bücher schreiben, sagen, sie machen das Gleiche und ihnen dauernd von außen gesagt wird, aber das passt doch überhaupt nicht zusammen. Ja? Hubert und Jo und der Rainer ist ein bisschen defensiver. Ich meine, man muss in die Diskussion auch Andreas Hepp und Nicole reinnehmen. Das sind Projekte, die starten bei der anderen sozialen Konstruktion von Wirklichkeit und sie kommen an unterschiedlichen Stellen heraus und wir werden das weiter beobachten. Ich glaube, jetzt dürfen sie sich stärken und wir machen aber trotz dieser Zeitüberschreitung pünktlich im Programm fort.